Hulei. Jo, sag mal, geht's noch? Was sollte das bitte? Ihr wusstet es, oder? Dass der Uni eigentlich gar nicht böse ist. Die drei Gefährten sind die wahren Bösen. Aber ausgestoßen wurde der Uni. Ja, das wussten wir. Und ihr beide seid auch nicht besser. Ihr habt mich einfach ausgeschlossen und euch heimlich mit dem Uni getroffen. Sorry, aber das ist ein Missverständnis. Ihr seid genau wie die Dorfbewohner damals. Dabei wisst ihr doch, wie wichtig mir der Uni ist. Boah, nein, ihr tut so, als hättet ihr keine Ahnung von nichts und lacht dann hinter meinem Rücken über mich. Das stimmt gar nicht. Lügner, Lügner! Was ist los mit dir? Du bist nicht du selbst. Mulei, kämpf gegen mich. Wenn du gewinnst, gebe ich die Maske zurück. Also los, kämpf gegen mich. Bist du nochmal stärker geworden? Wird eh wieder nix. Gut, fangen wir an. Geh auf Position. Jetzt bekommst du meine ganze Kraft zu spüren. Okay, bin gespannt. Rein. Pokémon kommt. Ah, endlich hat er es entwickelt. Wollte schon die ganze Zeit drauf, ey. Tut mir leid, aber so einfach werde ich es dir diesmal nicht machen. Die Maske werde ich dir nicht überlassen. Na, da schauen wir mal, ne? Rein da. Was sagst du dazu? Oh, nicht schlecht. Mal switchen. Ich hab Sir Apfel. Geil. Fuck. Das hat wehgetan. Das kann der Lustige. Der kann ja noch gar nichts ficken. Der kann noch gar nichts, Chat. Der hat noch keine Attacke. Schau so ab. Schade. So, Quaiutsu. Komm, wir machen jetzt. Wir machen ihn jetzt kaputt. Auf geht's. Eisstrahl. Kann das noch schaffen? Reiß dich zusammen. Feuer erst dein erstes Mal. Wappu. Den hatte er vorhin aber auch schon. Geil. Nicht schlecht. Der hat immerhin Level 71. So. Squawklaw kommt jetzt. Holy shit. Okay. Bumm. Vielleicht kriegt er das ja im zweiten DLC auch noch entwickelt.
Ich glaube, da kommt er nochmal vor. Urgel, Urgel ist auch geil. Urgelbänger. Wenn er wieder Pikachu kotzt. Hat er jetzt wirklich 5 Mons im Team? Nicht schlecht. Aua. Geil, Para. Ja, jetzt kommt noch so Apfel, ne? Süßer Nektar. Ja, aber klar, dass ich die Para krieg. Sonst hätte ich nämlich gewonnen. So, Silvaro, du musst jetzt wieder ran. Hilft ja nichts, ne? Attacke. Crit, nice. Du hast auch echt immer Glück, was? Na, eigentlich habe ich gerade überhaupt nicht so viel Glück. Gut, das war gerade nicht schlecht. Story fertig, nice. Dann Decks voll machen, oder was? Gewonnen. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, so stark wie du werde ich nie. Ah. Ah. Okay. Autsch. Ist alles okay? Da nimm, ich hab's schließlich versprochen. Yay, ich krieg meine Maske zurück. Ich sehe an der Performance, hat sich, wurde nicht geschraubt. Nö, nö. Alles wie immer. Grüß den Uni von mir. Jo, ich glaube, ich muss mich bei dir ent... Ich geh dann mal. Tut mir leid, so kenne ich ihn gar nicht. Sind alle Jungs in dem Alter so? Keine Ahnung. Hm. Ich bin in dem Alter definitiv nicht so abgedreht. Keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Hast du das gehört? Ich glaube, das kam von den Gefährtenstatuen. Repeat ist fertig, geil. Was geht hier ab? Gott, das sind die drei Asimons. Geil. Hi. Das sind die, die nur Scheiße machen. Was aber? Hä? Bun Bun. Bene. Bia. Was wollt ihr von uns? Was machen die da?
verstehe gar nichts mehr. Die hauen ab. Was ist hier gerade passiert? Waren das die drei Gefährten? Stimmt, sie waren zu dritt und ihre Gesichter sahen ganz schön fies aus. Das waren sicher die drei Gefährten. Die Geschichte besagt, dass sie unter den Statuen zur Ruhe gelegt wurden, oder? Warum sind sie jetzt plötzlich wieder lebendig? Oh je, mir fällt gerade auf, sie sind in Richtung des Kulturzentrums verschwunden. Das kann nichts Gutes bedeuten. Wir müssen schnell hinterher, Mulai. Oh, willkommen, Mulai. Du bist leider ein bisschen zu spät. Sind diese drei hier vorbeigekommen? Du meinst wohl die drei Gefährten ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Für solchen Firlefanz haben wir keine Zeit. Also wirklich, keine Manieren. Aber ja, sie waren hier. Bis eben noch haben sie sich die drei Gefährten beim Kulturzentrum aufgehalten. Sie waren sehr daran interessiert, die glitzernden Masken mitzunehmen, die wir hier aufbewahren. Den Wunsch konnten wir unseren Helden natürlich nicht abschlagen. Es war uns eine Ehre, ihnen die Masken zu übergeben. Ihr habt sie einfach weggegeben? Die Armen schienen auch sehr hungrig zu sein, wenn man bedenkt, wie viele gut gewürzte Kitakami-Mochi sie im Nu verspeist haben. Ihr habt sie auch noch bedient? Kitakami-Mochi sind randvoll mit Nährstoffen. Damit werden sie sich noch, werden sie noch größer und stärker. Dabei sind doch die drei Gefährten, die Bösen und die Masken gehören eigentlich Ogerpon. Ah, ich wünschte, ich könnte was sagen. Und wo genau sind sie jetzt hingegangen? Sie sind in Richtung des Uniyami aufgebrochen. Alter, jetzt muss ich wieder irgendwo hinrennen, es nervt. Vielleicht wollen sie in die Schreckenshöhle den Oni zur Rechenschaft ziehen. Auf unsere drei Gefährten ist eben Verlass. Haha. Das ist nicht zum Lachen. Wenn die Geschichte, die Opa uns erzählt hat, wirklich stimmt, sind die drei Gefährten bestimmt gerade auf dem Weg, sich an Ogerpon zu rächen. Es heißt, dass die Oni mit der Kraft seiner Maske gekämpft hat. Aber Ogerpon besitzt gerade gar keine Maske. Das heißt, er ist verloren. Gehen wir ihm helfen. Ja, ganz deiner Meinung. Aber dafür müssen wir uns aufteilen. Geh du zur Schreckenshöhle und hilf ihm. Aber gib mir vorher noch schnell die Maske und das Kristallfragment. Dann laufe ich derweil zurück nach Hause, um die Maske reparieren zu lassen. Okay, machen wir das so. Danke. Ich beeile mich und komme schnell zurück. Ihr Assis. Junge, du siehst aus, Alter. Ah. Der will kämpfen. Kann ich ihn fangen? Venesaru. Wäre schon lustig, wenn ich den fangen könnte.
Was? Dann macht er nämlich nichts mehr. Der boostet sich. Na, von mir aus. Kann ihn aber nicht fangen. Ich hab keine, keine Bälle. Ne. Kommt vielleicht später. Okay, dann stirb. Tschüss. Da geht er down. Oh, müssen wir jetzt zu dritt? Hört auf damit! Die 3 gegen 1 ist ja mal so richtig feige. Aber jetzt bekommt ihr es mit mir zu tun. Oh, Alter. Ich werde es noch, ihr werdet es noch sehr bereuen, wieder zum Leben erwacht zu sein. Saru! Hä? Mist, sie sind geflohen. Hm, da hat die meine Stärke wo Angst eingejagt. Ulei, also ich, na los, raus damit. Wegen der Maske, ich war so sauer und dann... Das war echt dumm von mir. Es tut mir leid. Mir tut's auch leid. Ja, die sehen wild aus, die Viecher, ne? Danke. Er hat so vor sich hingeschmollt, da habe ich ihn am Schlawittchen gepackt und hergeschleift. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. So, du brauchst deine Maske noch wieder, ne? Das ist der Oni. Das ist wirklich der Oni. Ich kann nicht glauben, wie niedlich er ist. Jo, du wolltest ihm die Maske selbst zurückgeben, oder? Gut, lieber Oni, hier, das gehört dir. Naja, ihr habt euch gerade erst getroffen. Vielleicht machst du ihm noch etwas Angst. Von mir scheint er sich zu fürchten. Versuch du mal, ihm die Maske zu geben. Jo, mich hat er schon ein paar Mal gesehen, ne? Geil. Da freut sich aber jemand. Es scheint dir zu vertrauen, Mulei. Okapon sollte auch die anderen 3 Masken zurückbekommen, findet ihr nicht? Aber wurden die Masken aus dem Kulturzentrum nicht von den Gefährten mitgenommen? Ja genau, und das, obwohl sie rechtmäßig Ogapon gehören. Wer weiß, ob diese Rowdies wiederkommen, um Ogapon anzugreifen. Wir müssen es beschützen und es den 3 Gefährten heimzahlen. Diese Mission schreit gerade dazu nach einem würdigen Teamnamen für uns. Oh, ich weiß. Die 3 Masketiere. Bin dabei. Klingt super, oder? Du darfst auch unsere Vize-Anführer sein. Darf ich auch mitkommen? Na, aber hallo, natürlich bist du dabei. So, jetzt macht sich unser episches Team auf nach Midoriya, um Infos über die 3 Gefährten aufzuspüren. Let's go, die Masken holen wir uns im Nullkomma nicht zurück. Den zeigen wir es, los geht's. Huch, was ist denn, Ogapon, was hast du denn? Bestimmt möchte es nicht ins Dorf. Kein Wunder, nachdem die Dorfbewohner es damals von hier vertrieben haben. Stimmt, da hast du recht.
Na gut, dann wartet Ogapon eben hier auf uns. Wir drei können ja auch im Alleingang Informationen zusammentragen. Meinst du, es kommt klar damit, hier kurz allein zu sein? Mal sehen. Ogapon, pass gut auf. Ich fasse das mal für dich verständlich zusammen. Wir Ponpon ins Dorf. Du hier bleiben, nicht bewegen, Pon. Alles Pon? Pon. Das hat wohl nicht ponzioniert. Funktioniert. Bleib brav hier, bis wir zurück sind, Ö. Pon. Das hat es wohl verstanden. Wollt ihr mich veräppeln? Dabei habe ich mir mit meiner Erklärung viel Mühe gegeben. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Du bist, Moment mal, lass mich raten. Du bist Teil dieser Schülergruppe, die für die Exkursion aus Paldea gekommen ist. Jupp. Hihi, das hier ist ein kleines Dorf. Da kommt einem so einiges zu Ohren. Ich bin Gemma, eine Reisende mit einem kleinen Faible für Kameras. Und das ist mein Partner Fukano. Schau dir nur mal die süßen, das süße Horn auf seinem Kopf an. Kanu. Es kommt jetzt etwas plötzlich, aber darf ich ein Foto von dir machen? Ja. Hey Kleiner, die Zustimmung kann mir aber etwas zu schnell. Man darf Fremden nicht so leicht vertrauen. Naja, das Foto mache ich trotzdem. Tschüss. Du hast irgendwie was Besonderes an dir. Mein Interesse ist geweckt. Ich werde eine Weile hier im Dorf meine Lager aufschlagen. Sprich mich doch wieder an, wenn du all deine Aufgaben erledigt hast. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir, 150 Pokémon aus dem Dex gefangen hast, hm? Okay. Oh, hallo. Sag bloß. Du hast also mindestens 150 Arten im Dex? Jo. Echt fantastisch. Du bist wirklich was Besonderes, Kleiner. Ich bin zwar schon länger in Kitakami als du, aber du kennst dich wahrscheinlich mit den Pokémon hier mittlerweile besser aus. Ach, da fällt mir ein, da du so ein Meister im Fangen von Pokémon bist, habe ich eine Bitte an dich. Was denn? Du stürzt dich direkt rein, das gefällt mir. Dann erkläre ich dir mal, worum es geht. Ich bin nach Kitakami gekommen, um ein bestimmtes Pokémon zu fotografieren. Aber so sehr ich auch suche, ich kann es einfach nicht finden. Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir dabei etwas unter die Arme greifen würdest. Gerüchten zufolge soll dieses Pokémon richtig stark sein, musst du wissen. Wenn du es fangen könntest, wäre es bestimmt ein zuverlässiger Begleiter auf deinen Reisen. Sollte das dein Interesse geweckt haben, würde ich mir gerne ein Bild von deiner Stärke machen. Wenn wir zusammenarbeiten, muss ich schließlich wissen, was du so drauf hast. Außerdem will ich ein paar Action-Shots von dir machen. Junge, was geht mit der ab, Alter? Bist du bereit für das Fotoshoot? Für unser Kräftemessen. Ja. Juhu, auf Position. Alter, was geht mit dieser Frau? Die geht übelst ran. Ich mach Fotos. Fotografin Gemma. Noctu. Okay. Zeig mir deine Schokoladenseite.
Ich hatte aber auch nur zwei Pokis, by the way, ne? Okay, wild. Fuck, der fehlt schwer. Was macht denn das Noctu? Hypnose, ach nö. War nicht getroffen. Greif an! Ah. Junge! Ich hau ab. Das ist mir zu anstrengend. Tschüss. So nicht. Halt, stopp. Wir holen den Eisstrahl raus. Aber wetten, jetzt trifft er und ich schlaf. Ist auch immer so. Nein. Wild. Was ist da los? Krass. Nicht schlecht. Ich darf den Fokus nicht immer nur aufs Fotografieren legen. Holy Purbar. Okay. Beeindruckend, aber mein nächstes Pokémon kann das Blattfleisch noch wenden. Ich glaube nicht. Tschüss. Du hast eine Eisschwäche. Da hast du mir ein paar echt gute Fotos geliefert. Du bist echt der Wahnsinn. Mir sind ein paar tolle Schnappschüsse gelungen. Ich denke, du kannst es auf jeden Fall mit Blutmond aufnehmen. Was ist Blutmond? Ja, Blutmond ist der Beiname des Pokémon, das ich aufspüren möchte. Es ist ein Ursaluna. Hast du schon mal von diesem Pokémon gehört? Vor langer Zeit waren sie häufig anzutreffen. Ursaluna haben normalerweise ein gelbes Muster auf der Stirn, das einen Vollmond, an einen Vollmond erinnert. Aber bei diesem Exemplar ist es ein roter Mond. Ein Mond, der aussieht, als sei er in Blut getränkt worden. Daher der Name Blutmond. Ursaluna, oder besser gesagt Blutmond, soll früher in meiner Heimat gelebt haben, als sie noch Hisui-Region genannt wurde. Anscheinend ist es irgendwann über das Meer nach Kitakami gekommen und hat sich hier niedergelassen. Mit deiner Hilfe kann ich vielleicht endlich aufspüren und ein Foto von ihm machen. Und dann... Kleiner, nein, Partner. Wollen wir Blutmond zusammen aufspüren? Bin dabei. Ich wusste, dass du das sagen würdest und keine Sorge, ich werde mich natürlich revanchieren. Blutmond wurde zuletzt nordöstlich des Uniyama gesichtet, im Immerwald. Ich gehe schon mal vor und halte mich bereit. Oh, geil, Hisui-Monst-Chat. Komm, Fukano. Da sehe ich mich ja. Ich habe Beatori zum Oniyama fliegen sehen. Es war unglaublich schnell. Zwei Hinweise. Okay, wo ist der letzte Hinweis? Ich habe Boni Nu von den drei Gefährten gesehen. Mit seinem herrlichen lila Schal war es auf der Paradiesebene unverkennbar. Du hast einige Hinweise gesammelt. Zeit für die Lagebesprechung. Bon, bon. Da sind wir wieder. Okay, dann lass mal hören, was ihr zwei in Erfahrung gebracht habt. Du zuerst. Jo. Also ich habe gehört, dass... Aha, verstehe. Die ist einfach komplett rauscutten, sinnlos. Dank euren Infos sollten wir jetzt genug wissen, um alle drei Gefährten aufspüren zu können. Super. Von euch zwei Maskierten hatte ich nichts anderes erwartet. Ich
Belohnung für eure harte Arbeit ist das Lob und die Anerkennung eurer Anführerin Hannah. Damit wir die Info über die drei Gefährten nicht vergessen, werde ich sie in der Smart Rotom speichern. Das ist gut. Okay. Die schnappen wir uns, die Assis. Denk mal, jetzt können wir sie auch fangen. Also dann, holen wir uns die Masken zurück. Los geht's. Ich komm nicht mit. Hä, warum? Du gehörst zum Team. Das kannst du uns doch nicht einfach antun und so. Es reicht doch, wenn Mulai dabei ist. Dann fühlt das Oni sich bestimmt sicher. Ich hab was zu erledigen. Sorry. Schmollt er jetzt schon wieder oder was? Egal, ich kann ihn ja schlecht zu seinem Glück zwingen. Machen wir halt zu zweit weiter. Du darfst entscheiden, wohin wir zuerst aufbrechen. Keine Sorge, Ogapon. Wir werden all deine Masken zurückholen. Verlass dich drauf. Nice.